Hallo und willkommen zurück hier bei Waldschrat Lies. Ich habe heute mal keine Rezension für euch, sondern den ersten Teil meines Monatsrückblicks, ja? Der erste Teil, eigentlich macht ein Monatsrückblick ja immer am Anfang des folgenden Monats, also ich müsste Anfang Mai das Video für den April-Rückblicken drehen. Aber ich habe mir überlegt, dass das ja ganz schön lang wird. Im Durchschnitt lese ich etwa 15 Bücher im Monat. Und wenn ich zu jedem Buch kurz erzähle, um was es geht und wie es mir gefallen hat oder was mir daran nicht gefallen hat, dann würde ich hier sicherlich mindestens 30 Minuten vor euch sitzen. Jetzt weiß ich nicht, wer von euch das Sitzfleisch hat, mit 30 Minuten am Stück zuzuhören. Davon abgesehen, dass mein altersschwacher Rechner, ihr hört vielleicht im Hintergrund leichte Staubsaugergeräusche, das ist mein Spickzettel, den ich hier aufgestellt habe. Der braucht auch ganz schön lange, um so ein Video hochzudrehen. Und deswegen dachte ich mir, naja, der Monat hat in der Regel 30 Tage. Versuche ich doch immer mal nach 10 Tagen, also was heißt immer mal. Diesen Monat lese ich verdammt viel. Deswegen möchte ich immer einen kleinen Teil des Monatsrückblicks drehen, der immer 10 Tage dauern wird. Der April hat ja 30. Und wenn es mal einen schlechteren Monat geben sollte, kann ich ja zweimal 15 Tage machen oder eben, wenn ich jetzt nur 4, 5, 6 Bücher lese, weil Leseflaute, dann reicht ja auch ein Video. Ich würde es jetzt einfach mal ausprobieren und heute beginnt mein Experiment mit Folge 1, Tag 1 bis 10 vom April. Ich habe 8 Bücher gelesen, das klingt jetzt ziemlich viel für 10 Tage, allerdings sind es auch alles recht kurze Bücher, es ist nur ein langes dabei und das habe ich diesen Monat nur beendet. Also einen Großteil habe ich im März gelesen, weswegen die 8 Bücher eigentlich ein bisschen geschummelt sind. Also ich habe sie gelesen, ne? Aber ihr werdet schon sehen. Buch 1. Der Monat hat bei mir angefangen mit Tokyo Ghoul, das ist ein Manga, der erste Teil, habe ich für mich entdeckt. Ich habe schon immer was von dieser Reihe gehört, aber seit Jahren eigentlich keine Mangas mehr gelesen. Meine Hochzeit war tatsächlich meine Schulzeit, das ist jetzt ein bisschen her. Und dachte mir aber, wieso nicht? Und es geht um Ken, das ist der junge Mann hier auf dem Bild, der ist Student in Japan und es gibt Ghule. Also männlich heißen sie Ghul, weiblich heißen sie Ghula. Und er gerät in einen Kampf mit einer Ghula, die Ghule ernähren sich von Menschenfleisch. Und es passiert ein Unfall, sie wird getötet, er kommt ins Krankenhaus und die Ärzte entscheiden sich, eine Organtransplantation zu machen. Und er bekommt Organe von dieser Ghula und wird deswegen zum Halbghul. Also er ist irgendwie noch ein Mensch. Die Ghule sagen auch, er riecht anders. Und aber er braucht Menschenfleisch. Also er kann kein normales, keine normalen Nahrungsmittel mehr zu sich nehmen. Und im ersten Teil geht es im Prinzip darum, wie er mit seiner neuen Zukunft, mit seinem Schicksal hadert. Denn er möchte ganz und gar kein Menschenfleisch zu sich nehmen. Ja, mich hat es begeistert. Ich habe 5 von 5 Sternen vergeben, mir auch schon Teil 2 gekauft. Der kommt aber erst im Monatsrückblick Nummer 2, weil ich den dort gelesen habe. Auf jeden Fall kann ich die Reihe empfehlen, wer gern Mangas liest und ein bisschen auf Ghule steht. Also ich mag Ghule und Zombies. Deswegen war das genau das Richtige für mich. Fand ich cool. Buch Nummer 2. Ein ganzes halbes Jahr. Von Jojo Moyes oder Moyes, ich weiß immer nicht so genau. Rezension habe ich dazu schon abgedreht. Es hat 544 Seiten. Ach ja, das hier waren 220. Liest sich aber noch eine Stunde so ein Manga. 540 Seiten, wovon ich aber nur die letzten 150 diesen Monat tatsächlich gelesen habe. Es ist eigentlich geschummelt, dass ich dieses Buch, wie gesagt, mir für den Monat anrechnen kann. Aber es ist Zeit. Es geht dabei, ich habe es schon mal vorgestellt, um Lou und Will. Lou verliert ihren Job und ist auf der Jobsuche, muss ihre Eltern ernähren und bekommt eine Anstellung in Wills Familie. Will ist an den Rollstuhl gekettet, er kann sich kaum noch bewegen, also er kann sprechen, ein bisschen die Hände bewegen, ansonsten nicht viel. Er ist mit seinem Leben sehr unzufrieden.
Hat eigentlich keine Lust mehr und Lou bringt als seine neue Pflegerin und ich sag mal Konversationsnervtante sein Leben ganz schön durcheinander. Sehr schönes Buch, also sehr traurig, aber auch unglaublich schön geschrieben. Ich fand es großartig. Wie gesagt, gibt eine Rezi dazu, wer ein bisschen mehr noch hören möchte. Auch 5 von 5 Sternen vergeben. So, dann kommt Buch Nummer 3. Selection Stories Teil 2 von Kira Kass. Es ist ein Zusatzband zu der normalen Selection-Reihe. Und davon mittlerweile der zweite Teil. Habe ich gerade heute die Rezension dazu hochgeladen. Wen es interessiert, es hat 190 Seiten. Ich habe 4,5 von 5 Sternen vergeben. Ich glaube, in der Rezension habe ich gesagt 4 Sterne. Ich habe mich dann nochmal umentschieden. Fand es sehr super. Es geht, es sind zwei Teile, also es ist zweigeteilt und es wird über zwei Protagonistinnen geschrieben, die auch in der Selection-Reihe vorkommen. Und da gibt es sozusagen nur ein paar Zusatzinformationen und wie eine Zusatzgeschichte, die in der normalen Reihe nicht untergekommen ist. Und im zweiten Teil geht es um die Königin Marley. Das ist die Mutter vom Prinz Maxon, der in der Reihe vorkommt. Und der zweite Teil, nee, Königin Amberly, habe ich Marley gesagt? Königin Amberly. Und der zweite Teil, da geht es um Marley und das ist eine Mitkandidatin, die in der Selection-Reihe mit anderen Mädels um das Herz von Prinz Maxon kämpft und Königin werden möchte. Man sollte diese Bücher nur lesen, wenn man die Reihe schon kennt, weil es ansonsten relativ wenig Sinn macht. Und ich habe, wie gesagt, 4 bis 4,5 von 5 Sternen vergeben, hat mir sehr gut gefallen. Wobei die Geschichte von Königin Amberly wesentlich mehr als die von der Marley. Das nächste Buch, damit ich nämlich die E-Books nicht vergesse, ich habe ein E-Book gelesen und zwar Strandgefühle, ich weiß, es spiegelt ein bisschen, aber besser wird's nicht. Strandgefühle von Nathalie Rabengut, es war nur ein ganz kleiner Snack. Hat 32 Seiten und ich habe 3 von 5 Sternen vergeben. Zu den Büchern von der Nathalie Rabengut. Also es ist, sie schreibt sozusagen Romane, also alles Self-Publishing bei Amazon. Und sie schreibt diese Kurzgeschichten, die in dieser Albert Gessler Fachhochschule spielen. Also es geht um halbe Schülerinnen, halbe Studenten. Also sie verpackt diese Schule ein bisschen anders, als ich eine Fachhochschule kenne. Sei aber mal dahingestellt. Und manchmal geht es um Schülerinnen und manchmal oder meistens geht es um diese Schüler-Studenten. Ich weiß nicht, wie man das am besten beschreiben kann. Die haben auch unterschiedliches Alter, also es ist ein bisschen komisch, das einzuordnen. Und ich habe die Reihe am Anfang sehr geliebt. Ich glaube, der erste Teil hieß Mitbewohner gesucht und der zweite Maskenball oder so ähnlich. Fand ich sehr cool, ist so ein bisschen erotisch und ein bisschen Liebesgeschichte und hat eben so 30 bis 70 Seiten im Schnitt. Und das sind halt so schöne Snacks für einen langen Tag, wenn man nach Hause kommt und denkt, oh, heute brauche ich eigentlich nur was zum Abschalten, ich will nichts Kompliziertes lesen, ich möchte nicht mit so einem Wälzer mich auf die Couch legen, der mich vom Gewicht her eigentlich fast erschlägt. Und deswegen lese ich die eigentlich sehr gerne. Ich muss aber sagen, Nathalie Rabengut hat aus meiner Perspektive ein bisschen abgebaut. Ist immer nur noch dasselbe und vor allem sehr oberflächlich. Also wo man am Anfang noch die Charaktere ein bisschen mehr kennengelernt hat und die dann auch irgendwann immer mehr mochte oder eben nicht mochte. Jetzt habe ich es weggeklickt. Ich weiß, mich lenkt das heute ein bisschen mehr ab als sonst, aber das liegt daran, dass ich halt ein bisschen mit der Technik spielen muss. Wo war ich? Ach ja, Strandgefühle. Und das ist so schnell erzählt, dass es sich kaum lohnt, das überhaupt zu lesen. Also wir haben da ein Mädel, die liest immer und ein Jungen, der ist an ihr interessiert und der stellt ihr ein bisschen nach und der nervt die quasi so lange, bis es dann irgendwann mit ihm in die Kiste geht. Und damit war dann, ist der Höhepunkt des Buches in doppelter Hinsicht erreicht und es ist auch schon vorbei. Also fand ich ein bisschen schade, weil
mir die anderen, also die anfänglichen Geschichten von ihr ein bisschen mehr gegeben haben. Also das hat auch mehr Spaß gemacht, die zu lesen. Und also 3 von 5 Sternen ist jetzt kein Halsbruch, aber ich habe die letzten Bände oder Teile festgestellt, dass es immer dasselbe ist und die Nathalie Ramgut sich, was das angeht, auch nicht weiterentwickelt hat. Deswegen denke ich, werde ich jetzt auch kein Geld mehr dafür ausgeben. Also ich habe es jetzt nochmal versucht, nach 1,5 Jahren ihr nochmal eine Chance gegeben. Ich habe schon vorher festgestellt, dass es nicht mehr so richtig was für mich ist. Und ja, lohnt sich eigentlich nicht. Also man kann auch für andere Bücher Geld ausgeben, bei denen man sich sicher ist, dass die ein bisschen schöner sind. Gut. Dann mal wieder ein Büchlein, aber auch ein sehr dünnes. Es hat 160 Seiten. Und zwar nächster halt Dschihad vom Löwe Verlag. Habe ich einfach von einer Schülerin mir geliehen. Fand ich ziemlich cool. Es geht um 2 Jungs. Und zwar den Adil. Er ist Moslem. Und um Max. Und Max rettet den Adil in einem Zug. Der wird von Neonazis, vermeintlich Neonazis, ein bisschen bedrängt. Und der Max hilft ihm und die zwei lernen sich dadurch kennen. Max beschäftigt sich immer mehr mit dem Islam. Islam konvertiert dann auch. Und die beiden kotzt die westliche Gesellschaft ganz schön an. Also die kotzt relativ viel an. Sowohl, dass viele Moslems den Glauben nicht wirklich ernst nehmen, dass jugendliche Moslems viel Alkohol trinken und auch aus ihrer Perspektive, ich sag mal, rumhuren. Also relativ früh Sex haben und das Ganze. Und die wollen das eigentlich ändern. Also die wollen wesentlich mehr an ihrem Glauben festhalten. Und es stört sie auch, dass mit so viel Missgunst und Intoleranz diesem Glauben begegnet wird. Und sie entscheiden sich blöderweise für den Terror. Und ich denke, das Buch soll dazu dienen, dass man andere Perspektiven auch mal kennenlernt und vielleicht auch den Ursprung von Terror ein bisschen versteht. Also nicht, dass der gerechtfertigt werden soll, sondern ich denke, es geht in die Richtung, dass man einfach auch mal diesen Perspektivwechsel hat und sich die andere Seite anschaut. Nun bin ich mir nicht sicher, ob dieses Buch so richtig gut gemacht ist. Ich rede eigentlich viel zu viel, ne? Im Prinzip rezensiere ich die ganzen Bücher. Also ich habe 3 von 5 Sternen vergeben, weil es mir einfach... Also zum einen hat es mir keine neuen Erkenntnisse gebracht, mir persönlich. Und dann fehlt es so die Farbe. Ihr wisst doch, wie bei Bildern, da gibt es immer so einen Eyecatcher. Ne? Irgendetwas muss besonders schön sein. Bei schwarz-weißen Bildern so ein roter Farbtupfer. Irgendwas, was diese ganze Farblosigkeit zu was Besonderem macht. Das hat gefehlt. Man sieht 4 Perspektiven, die von Max, der sich immer mehr dem Terror nähert, die von seiner Schwester, die sich in den Adil verliebt und dem im Prinzip nachstellt und stalkt. Dann der Adil, der, ich glaube, immer labiler wird. Und dann hat man noch jemanden, der ist auch in so einer Organisation, die im Prinzip den Terror in Deutschland herausfinden soll bzw. verhindern soll. Und der Typ leidet unter dem Tod seiner Frau und passt im Prinzip nicht mehr auf. Also er könnte den ganzen Tag nur aus dem Fenster gucken oder zu Hause an seiner Modelleisenbahn bauen. Auf jeden Fall vermasselt er im Prinzip den Job. Und man hat nur 4 solche triste Lebensentwürfe und alles ist so negativ. Also nicht furchtbar negativ, da gibt es ja noch ganz andere Geschichten, aber ich kann es nicht beschreiben. Also dieses Buch in irgendeiner Form zu rezensieren, ich kann es nicht. Es ist einfach nur farblos. Es ist farblos. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Ganz komisch. So, dann habe ich mal wieder ein E-Book gelesen, weswegen ich hier kurz rumspielen muss. Und zwar von der Poppy J. Anderson, die, es funktioniert gerade nicht, kennen ja einige, kennen einige, sie hat mehrere Reihen, 3 Stück, soweit ich weiß. Einmal die New York Titans, wo man
diese Footballmannschaft hat und immer lernt man einen Kerl kennen, der sich irgendwann in eine Frau verliebt. Also die Kerle sind halt alle immer totale Arschlöcher und Playboys und dann kommt so ein kleines Mädchen und die gar nicht so besonders gut aussieht und die gerät dann an diesen Playboy und zum Schluss will er sie halt heiraten und sie bekommen 1, 2, 3 bis 5 Kinder. Ist so. Also die Reihe kann man durchaus lesen, die macht auch Spaß, weil Poppy J. Anderson ganz tollen Witz hat, aber es ist irgendwann immer dasselbe. Dann hat sie noch die Reihe Boston's Five oder Boston Five. Da hat man eine Familie mit 5 Kindern aus Boston, 4 Jungs und ein Mädel. Und die dritte Reihe, von der ich jetzt rede, ist die Hillsborough. Da ist es passiert, Hillsborough-Reihe. Das ist irgendwo in einem sehr warmen Gebiet in Amerika. Ich habe jetzt nicht nochmal geguckt. Aber so mit Scheunen und mit viel Tratsch und Kleinstädten und wo alles warm ist und alle mit ihren Jeeps fahren und so eine Gegend ist das. Und sehr, sehr niedlich die Reihe. Ich habe gelesen 8 Pfoten und ein Traummann. Das müsste Band 5 sein aus der Reihe, bilde ich mir ein. Lasst mich lügen, 4 oder 5. Und die ist eigentlich ganz cool, weil es ein bisschen weggeht von diesen Playboys und ja, überhaupt frauenvernaschenden Arschlöchern, sondern sie ist witziger. Ja, weniger, also romantisch ist auch dabei, ein bisschen Erotik ist dabei, aber vor allem sehr viel Wortwitz. Und bei 8 Pfoten und ein Traummann ist eine Partyplanerin, eine angesagte Partyplanerin, wird im Prinzip verdonnert, in diese Kleinstadt zu fahren und alles ist ganz heiß und sie kommt in ihrem Fahrzeug auf dem Weg dorthin schon fast um und hat hohe Schuhe und ganz teure Taschen und Klamotten, ja, alles Markengeschichten und ist für das Klima überhaupt nicht passend angezogen und am Straßenrand liest sie 2 Hundebabys auf, die jemand ausgelassen hat. Und das passt natürlich gar nicht zu ihrem Leben und dann zerfressen die auch noch ihre ganzen Markensachen. Und sie fährt zu einem Tierarzt und das ist dann im Prinzip der Love Interest für diese Geschichte. Achso, ich habe gar nicht gesagt, es hat 217 Seiten und ich habe 4,5 von 5 Sternen vergeben. Weil, also diese Geschichten, die mag ich von ihren 3 Reihen am liebsten, weil sie aus meiner Perspektive weniger 0815 sind. Sie sind eher süß und witzig, wo man einfach auf der Couch versacken kann und ein bisschen vor sich hinschmunzeln und sich dann freuen, dass die Schnecki zum Schluss ihren Kerl kriegt. Dann habe ich noch ein E-Book, das letzte für Tag 10, 1 bis 10. Und zwar von Jennifer Estep, Spinnenbeute. Das ist Band 5 der Reihe. Manche kennen sicherlich die Frostreihe. Um Gwen Frost, Frostkuss und so weiter und so fort. Und Jennifer Estep hat noch eine zweite Reihe. Jetzt vor kurzem begann auch eine dritte, nämlich Black Blade, glaube ich. Lass mich lügen, ist ja wurscht. Zurück zur Spinnenbeute. Dort geht es um die Auftragskillerin, die Spinne-Überraschung. Und das war ursprünglich eine Auftragskillerin, aber eigentlich hat sie ihren Job an den Nagel gehängt. Und ganz cool, sie kocht sehr gerne und hat jetzt ein Barbecue-Restaurant und möchte dort eigentlich so ihren Lebensabend verbringen, aber blöderweise passieren immer irgendwelche Sachen. Irgendwer bittet sie um Hilfe. Und dann ist noch die Obermufti-Tante von Ashland Map Malone. Die hat so eine Art Mafia-Regime, so eine Art Diktatur. Und die hat nämlich die Eltern von Gwen umgebracht. Mehr spoiler ich nicht, wer Band 1 bis 4 lesen möchte. Ja, und sie versucht eben diese Map endlich zu besiegen und um diesen Showdown geht es im Prinzip im 5. Band. Habe ich vergeben, 4 von 5 Sternen, hat 400 Seiten. Sehr cool, also überhaupt die Bücher von Jennifer Estep
sind spannend. Die Spinnenreihe ist natürlich ein bisschen brutaler als die Frostreihe. Dort geht es ja eher um Jugendliche. Und hier haben wir Erwachsene. Also hier gibt es dann auch ab und an mal Sex, aber es ist kein Erotikbuch. Ne? Aber nur um zu verdeutlichen, man hat mehr Gewalt und überhaupt mehr Erotik in den Büchern. Es gibt schöne, witzige, knackige Dialoge. Und ja, diese Auftragskillerin, die ist halt cool und ihre Freundin, muss ich schon sagen. Was mich aber stört, überhaupt an der Jennifer Estep, egal welche von den beiden Reihen, die ich bis jetzt gelesen habe, die ständigen Wiederholungen. In jedem Band wird dasselbe wiederholt. In manchem Band gibt es mehrere Wendungen, die wiederholt werden, also die auch immer andere wiederholt werden. Ne? Denk mal, die Jennifer Estep hat sich einfach so ein paar Wendungen geschnappt, die sie unglaublich toll findet und die auch toll sind, aber nicht, wenn man sie fünfmal pro Band lesen muss. Und wenn man dann schon beim fünften Band ist, hat man sie schon zum 15. Mal gelesen und dann sind sie halt nicht mehr cool. Es ist so, tut mir leid. Ja. Also ich mag die Reihe wirklich, aber ich glaube, mehr als diese 4, 5 Sterne kommt dabei einfach nicht mehr raus, weil so gern wie ich sie lese, es hat einen gewissen Nervfaktor. Ja. Gut. Das zum 7. Buch und das letzte, auch wieder sehr dünn, und zwar der Hemingway Schnee auf dem Kilimanjaro. Hatte 124 Seiten. Wie gesagt, die meisten Bücher sind relativ kurz. Und ich habe ihn gelesen für die Rory Gilmore Challenge. Wer sich dafür interessiert, kann mal auf meinem Blog vorbeischauen, weil ein Video würde da, glaube ich, alle Maßen sprengen, die man da setzen kann. Um es kurz zu erzählen, die Rory Gilmore Challenge, ihr kennt bestimmt Gilmore Girls. Und die Rory, die liest ja relativ viel oder redet auch relativ viel über Bücher. Und es hat sich mal jemand die Mühe gemacht und aufgeschrieben, welche Bücher da alle vorkamen in der Serie. Und Ziel von der Rory Gilmore Challenge ist es eben, diese Bücher alle zu lesen. Und der Hemingway taucht da, glaube ich, mehrmals auf. Ich habe ihn mit einer, also das Büchlein mit einer Freundin zusammen gelesen. Man denkt sich, es sind 6 Kurzgeschichten auf 120 Seiten, kann ja im Prinzip nicht so schlimm sein, war es aber. Ich habe 2,5 von 5 Sternen vergeben, weil ja, Hemingway kennt irgendwie jeder, gehört wohl auch mit zu den Weltklassikern, aber ich konnte mit den Geschichten nichts anfangen. Die erste war noch okay, da geht es um die Großwildjagd in Afrika, aber halt ganz komisch. Also ich habe an Großwildjagd auch keinen Spaß und ich habe irgendwie das Gefühl, das ist eher so ein Männerbuch. Also ja, auch wie die Tiere dort gejagt werden, auseinandergenommen werden. Und dann eben die Hauptstory auf den Kilimanjaro, da hat versucht ein Mann diesen zu besteigen mit seiner Frau und ein paar Helfern und der bekommt Wundbrand und an seinem Bein und stirbt dann im Prinzip daran, dass das Bein so vor sich hin vegetiert. Ein Torero-Kampf, wo es eigentlich nicht um Toreros geht, sondern einfach der eine Kellner umgebracht wird. Eine Geschichte habe ich gar nicht verstanden, die hatte nur 3 Seiten. Es geht um Krieg, also hierhin steht ja im Prinzip schon drauf, es geht um die Wahrheit über Liebe und Tod, aber. Ja, Liebe ist relativ und also viele machen sich dann im letzten Moment ihres Todes eben Gedanken, was sie so verpasst haben, aber gut, kann man lesen. Ich fand es nicht gut. So, dabei möchte ich es belassen. Ich habe jetzt nicht ausgerechnet, wie viele Seiten das insgesamt für diesen Monat sind. Ich weiß, manche machen in ihrem also für den ersten Teil, manche machen in ihrem Monatsrückblick gern dieses, ja, ich habe 3.800 Seiten gelesen, durch 31 Tage sind das so viele pro Tag. Habe ich nicht gemacht, mache ich grundsätzlich nicht, weil es wenig Sinn ergibt. Wie ich ja schon sagte, hier habe ich 3 Viertel des Buches im März gelesen, würde heißen, ich rechne mir die Seiten für März gar nicht an und dafür aber alle für April, was nicht stimmt. Und dann gibt es auch noch Bücher, die habe ich in den ersten 10 Tagen angefangen. Ich habe ein paar Bücher, die sind nicht so prickelnd, die ich aber lesen muss, weil es Rezi-Exemplare sind, die sich ein bisschen ziehen.
Ja, und die würde ich mir dann nicht anrechnen, obwohl ich sie angefangen habe. Also versteht ihr, was ich meine? Wenn ich jetzt ausrechnen würde, wie viele Seiten das pro Tag sind, ist es eine Summe, die einfach nicht stimmt. Deswegen mache ich es nicht. Könnt ihr mir auch gerne mal davon schreiben, was ihr davon haltet. Wie gesagt, ich sehe in relativ vielen anderen YouTube-Videos und Monatsrückblicken, dass es ausgerechnet wird, aber für mich nicht so sinnvoll. Ja. Gut. Dabei würde ich es erstmal belassen. Dadurch, dass mir einiges diesen Monat dazwischen gekommen ist. Ich wollte das Video eigentlich schon am 11. oder am 12. drehen. Und wir haben jetzt fast Monatsende, deswegen will ich noch fix den zweiten Monatsrückblick drehen. Ich werde hier also noch eine Weile sitzen und quatschen. Wundert euch nicht, wenn ich im nächsten Video noch genauso aussehe wie jetzt. Ja, dafür sind es im nächsten Teil nicht so viele Videos und es ist nicht so viel drumherum gequatscht. Es wird also ein bisschen kürzer. Ich verspreche es euch. In diesem Sinne, wir sehen uns dann im zweiten Rückblick. Macht's gut.